Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist aber gerade so los. Hallo und herzlich willkommen. Hi und herzlich willkommen. Wir trinken gerade nur Outtakes. Wir haben Post von Carlsen Verlag gekriegt, eine Riesenkiste, die sehr leicht ist. Wir wissen nicht genau, was drin ist. Ich kann es mir schon denken, also worum es geht. Und wir machen das jetzt mit euch zusammen auf. Ja. Ich hatte schon mal geöffnet, damit man kein Blut vor laufender Kamera sieht, weil ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich eher talentfrei bin, was Pakete öffnen angeht. Das stimmt. Da ist ein Brief. Bitte zu Beginn öffnen und lesen. Mhm. Man muss dazu sagen, das Paket hat Sammy bekommen. Ich bin nur wieder Assistent. Assistent. Und heißt es Assistent? Das hört sich gerade sau komisch an. Assistent. 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 Ich bin Assistent heute für Sammy und werde ihr helfen. Sie ist mein Watson. Und zwar, liebe Samira. Was du in den Händen hältst, ist mindestens so wertvoll wie die Büchse der Pandora. Denn dieses Päckchen wird dir den Gott Apollo ein Stück weit näher bringen. Apollo ist den Überlieferungen nach jung und schön, aber auch sehr streng. Er ist der Gott der Sonne und der Gott der Künste. Durch seine sagenhafte musikalische Begabung ist er ständig in Begleitung der neuen Musen, die ihn verehren. Ich liebe die Musen. Doch Apollo ist auch ein verschmähter Mann. Mehrmals verliebt sich der wunderschöne Gott nahezu unsterblich in eine Frau. Doch keine wollte ihn haben. Komisch. Ja, wenn er doch so perfekt ist. Ja. Wird Apollo nun bei dir endlich zur Ruhe kommen? Wirst du ihm einen Platz in deinem Herzen schenken? Darauf sind wir schon ganz gespannt. Aber zuerst stellen wir dich vor eine Aufgabe. Rick Riordan's Apollo reist auf die Erde und seine erste Begegnung hat er mit einer Mülltonne. Also haben wir uns für dich etwas Ähnliches überlegt. Super. Wühle dich durch den Müll und versuche die Symbole zu entschlüsseln, die wir in diesem Päckchen beigelegt haben. Nichts davon wurde dir ohne Grund geschickt. Wir wünschen dir göttlich viel Spaß beim Auspacken. Viele schöne Grüße, Ramona und Ute. Okay, es geht los. Da ist wirklich Müll drin. Wie Dinkel, wie gesund. Wer hat das alles gegessen? Das ist doch... Geiz macht doch immer diese Insta-Stories mit ihren Kuchen und... Gebäck und Dinkel. Also ich habe eine Idee. Sammy hat ja dieses Paket bekommen und ich würde gerne ein Paket mit dem Inhalt bekommen. Also Haribo-Roulette. Vielleicht ist Apollo gern Haribos. Ja, wahrscheinlich. Deswegen will ich noch keine Frau. Der isst sonst immer seine Süßigkeiten weg. Zart schmelzendes Vanilleeis. Ich hasse Vanille. Ich würde es essen. Ja, Dinkel geschliffen aus kontrolliertem biologischem Anbau. Wie viel Kalorien hat es vielleicht? Weil er so gut aussieht, achtet er bestimmt auf seine Kalorien. Pro eine Portion 211 Kilokalorien. Jetzt wissen wir, warum er so gut aussieht. Okay. Toilettenpapier, das braucht jeder, auch ein Gott. Ja. Dreilagig. Das ist aber knickerig. Platz. Also Carlsen, dann hätte man auch wenigstens vier Lagen hier haben können. Okay, da kann man jetzt nichts rausbedeuten. Also es ist... Eine Folie. Ein Dutthalter. Ein Dutt-Sicherheits... Steht dir. Ein Schleier. Steht dir. Ja, ein Schleier. Ein Schleier. Der verschleiert die Schönheit von der Apollo. Nee, er will dich doch heiraten.
Es verliebt sich doch immer so schnell. Aber dann würde ich einen richtigen. Dann haben wir griechischer Joghurt. Griechischer Joghurt. Ich denke, das ist nochmal griechischer Gott. Götter, Griechenland. Das schmeckt dem bestimmt sehr gut. Ja. Die essen bestimmt gar keinen normalen Joghurt. Rezeptvorschlag, Joghurt-Dessert. Mm. 30 Gramm Walnüsse, 50 Gramm Sahnejoghurt nach griechischer Art. Akazienhonig. Da steht doch nichts drauf. Nö. Weiter. Gemüsechips. Ich habe noch keine leckeren Gemüsechips gefunden. Ich fand die immer so ein bisschen, ne. Ja, da ist See. Nee, der ist ja von der Sonne. Okay. Ja, nee, da kann man auch nichts. Da auch nicht. Recycelbar. Was habt ihr eigentlich euch dabei? Ich stelle mir gerade vor, wie die Carlsen-Mitarbeiter in ihrem Büro sitzen. Sie schlapp lachen, weil sie uns Müll schicken. Sahnejoghurt essen. Also wenn ihr noch eine Stelle frei habt, ich würde gerne mitlachen. Und dann Müll da reinpacken. Oh, guck mal, das ist noch ein Roulette. Oder hast du das nochmal reingeworfen? Und die könnt ihr gerne, wirklich gerne mir schenken. Ich esse die ziemlich gerne. Ach, guck mal. Stell dir mal vor, die sind wirklich die Müllstuchsuchen. Ey, was ist das? Brotaufstrich, Alaska Seelachs. Kann man auch nichts. Feinkost. Kommt aus Alaska halt. Götter sind doch. Vielleicht essen Götter nur Feinkost. Ah, da kommen wir zur. Da sind noch ganz viele Lorbeerblätter drin. Wie kann ich die eigentlich für meine Suppe und sowas noch verwenden? Wie alt sind die? Oh, die riechen gut. Mmh, wie italienisches Essen. Was haben die damit zu tun? Die haben doch immer diese Lorbeerkränze in den Haaren. Ach so. Ne? Diese hübschen goldenen Kränze, das ist doch Lorbeer. Ja, ich habe etwas gefunden, das wirklich sinnvoll ist. Das Buch, gehe ich mal davon aus. Und da ist so eine hübsche Kette dabei oder ein Armband, aber ein Kinderarmband. Da passt doch keine Hand rein. Probier. Ja. Da freut sich meine Mama, wenn sie dann nicht gucken kann. Ja, ein Kinderarmband. Oh, das kann man bestimmt. Oh, das ist aber voll süß. Das ja, das krieg ich niemals. Das ist eine Sonne. Ja, weil Apollo ja bekanntlich der Gott ist. Es fokussiert nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Sonne. Und sieht sehr hübsch aus. Ja, ist wirklich hübsch. Das ist perfekt für einen Instagrammer halt. Ne? Oh, das passt doch. Natürlich passt. Müll. Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit die Hoffnung, dass wirklich was zu essen noch drin ist. Weil das Paket ja auch nicht schon ein paar Tage da liegt. Mach ich mal auf. Ich meine, jeder, der hier so ein bisschen kombinieren kann, kann sich denken, was für ein Buch das ist. Mach spannend. Ich will einfach schlechte Pause machen. Die Abenteuer des Apollo. Das verborgene Orakel. Dieser spielt in der Welt von Percy Jackson. Und zwar ist es sehr ratsam, wenn man das Buch lesen möchte, dass man die Percy Jackson-Reihe und die Chase-Reihe, dass man die gelesen hat, weil die ein paar Charaktere wieder vorkommen könnten. Ja. Ich würde sagen, ich lese euch kurz den Klappentext vor. Der Gott Apollo fällt vom Himmel direkt in ein paar Mülltonnen. Ist ja auch was, ne? Er ist bei Zeus in Ungnade gefallen und wurde zur Strafe seiner Unsterblichkeit beraubt. Prompt wird er auch noch überfallen, doch zum Glück springt ihm Mac zur Seite. Frech, kampflustig und höchstens 12. Und zweifelsfrei eine Halbgöttin. Mit Hilfe eines gewissen Percy Jackson machen sich die beiden auf nach Camp Halbblatt. Doch dort lauern weitere Gefahren. Und noch dazu funktioniert das Orakel von Delphi nicht mehr. Denn es ist immer noch von Apollos altem Feind Python besetzt. Ich werde euch die Reihenfolge der Reihen von Rick Riordan unten in der Infobox auflisten, damit ihr vielleicht eine bessere Übersicht habt, was ihr vorher lesen solltet. Ja,
Und falls irgendjemand Interesse an einem Karton voller Müll hat, kann er sich sehr gerne bei uns melden. Also das, er steht hier bereit. Das ist Privatmüll von denen, damit wir das bezahlen beim Wegschmeißen. Ich sende euch den sehr gerne zu. Ja, genau. Wir übernehmen auch die Versandkosten. Das ist gar kein Thema. Das ist Müll, von wo Apollo drin gelandet ist. Ja, also eigentlich also müsstet ihr noch Geld dafür bezahlen, damit wir den euch schicken. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Ja. Ich warte dann in der Zeit auf das Gegenstück zu diesem Paket vom lieben Carlsen Verlag. Die Gummibärchen. Ja. Und ja, das war unser Unpacking zu einem Karton voller Müll von Carlsen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.